So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu, wer hätte es gedacht, einer neuen Folge Silent Hill. Und wenn ich jetzt gerade sehe, wo wir gerade sind, habe ich ehrlich gesagt schon wieder gar keine Lust mehr weiterzuspielen, aber wir müssen auch irgendwann mal durch das Krankenhaus durchmarschieren und ich, wie gesagt, wie schon in der letzten Folge gesagt, ich kann mich noch ein bisschen erinnern, was das Krankenhaus so für böse, böse Fallen mit sich birgt. Und dass Maria immer so ein bisschen mit im Raum steht, ist auch immer sehr komisch. Ja, Freunde. Jetzt kommen ja Krankenschwestern im Krankenhaus. Für alle, die es halt noch nicht kennen, die sind sehr eklig. Ich finde sie sehr eklig, ich mag sie überhaupt nicht. Und vor denen habe ich ehrlich ein bisschen Schiss. Jemand hat etwas draufgeschrieben. So, dann lesen wir mal vor. Das Potenzial für diese Krankheit gibt es in allen Personen und kann jeden Mann oder jede Frau unter den richtigen Voraussetzungen genauso wie ihn auf die andere Seite treiben. Okay, die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Sie liegt in dem Bereich, in dem sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit unterscheiden, überschneiden. Entschuldigung, ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, dass es gar keine Krankheit sei. Ich kann ihnen nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder Psychiater. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, dass seine Vorstellungen für uns nichts weiter sind als die Erfindung eines unruhigen Geistes. Aber für ihn gibt es einfach keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer eigenen Wirklichkeit ziehen. Etwas anderes wurde mit der Hand geschrieben. Joseph hat mir einen Schlüssel gegeben. Es ist wohl der Schlüssel zu dieser Kiste. Okay, ich habe den Schlüssel purpurroter Bulle erhalten. Mal sehen, was der uns bringt, Freunde. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben noch keine Map, ne? Nee. Es wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn wir noch eine Karte des Krankenhauses finden würden. Ach, da ist Mary. Och, die wird mich noch so oft erschrecken. Ach, hier ist ja die Karte. Lol. Die hätten wir fast vergessen. Karte des Krankenhauses. So, Freunde, jetzt geht die große Sucherei los. Krankenhaus ist ein bisschen komplizierter als so ein normales Wohngebäude. Hier gibt es ein paar mehr Räume. Und wir durchsuchen jetzt Stück für Stück jedes Stockwerk. Und gucken, was sich hier so herausfinden lässt. Was uns hier alles erwartet. Ich habe übrigens, ich war gestern im Kino zu Split. Einem sehr geilen Film, wie ich finde. Weil die Split nicht gesehen haben, also ich denke, oh, muss ich nicht sehen. Guckt ihn euch mal an. Ist ein echt netter Film. Kann man sich angucken. Vielleicht schreibe ich und leihe ein Textreview auf meine Homepage, die sowieso keiner lesen wird. Okay, hier sind schon mal sehr viele Türen im Arsch. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich mag das immer bei Silent Hill. Wenn so wenig Türen wie möglich funktionieren. So, hier ist alles zu. Cafeteria haben wir noch nicht geguckt. Auch zu. So, Moment. Wir haben auch noch nichts durchsucht. Examination Room, Visiting Room, Store Room. Der ganze Scheiß abgeschlossen. Krass, hier geht ja gar nichts. Hier geht ja gar keine Tür. Dann können wir ja nur ins Treppenhaus. Ja, dann können wir nur ins Treppenhaus. Oder in diesen Raum hier hinten gehen. Moment. Moment, Freunde. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Hier hinten ist alles zu. Ach nee. Ich war gerade gedanklich ein wenig falsch. Hier müssen wir lang.
Das wird bestimmt 100% offen sein, ganz klar. Wir haben ja aber noch nicht alles durchsucht. Die Tür hinten wollte ich nochmal nachschauen. Die Mucke, Alter. Das ist immer so gestört, dieses Scheiße. So, nochmal schnell nachschauen, ob wir jetzt alles abgesichert haben. Ja, hier mal geguckt. Da war zu. Okay, Freunde. Nächstes Stockwerk. Ich denke, da werden wir langsam in die Patientenzimmer kommen. Ich denke, auch im nächsten Stockwerk fangen dann langsam... Ja. Ja, fängt es dann langsam mit Gegnern an. Da zum Beispiel, jetzt geht's los. Oh Gott. Ich hasse euch so sehr, ihr Mist. Oh Gott, Alter. Einer ist tot. Schnell nachladen. Ah. Stirb. Ich wusste gar nicht mehr, dass die gleich so aggressiv auf einen losgehen. Ich dachte ehrlich gesagt, die stehen einfach nur da wie die Puppen. Und wenn du dich näherst. Ich glaube, die haben auf Licht reagiert. Okay, wir gehen mal, bevor wir jetzt hier die ganzen... Patientenzimmer durchsuchen. Ah! Warum? Wie kann das sein, Alter? Ich hab die doch umgelegt. Alter, die Mucke, ne? Offen. Okay, hier liegt irgendwas. Wo ist denn jetzt Mary? Okay, Teddybär. Ow! What's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Hm. Verbogene Nadel erhalten, nur ein normales Plüschtier, sonst nichts. Oh! Schrotflinte, Freunde! Wir haben eine Schrotflinte. Mary, kann ich mal kurz hier ran? Die Schränke lassen sich nicht öffnen, das ist schon mal okay. Gut, Freunde. Mal kurz Inventar durchchecken. Wenn es dich denn mal öffnet. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal so einen Gesundheitsdrink. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Wir haben den Schlüssel. Radio. Ach, Stahlrohr könnte man eigentlich auch mal verwenden. Schrotflinte mit Munition, aber keine Schrotmunition. Ich probiere das Stahlrohr mal aus. Mal sehen, wie das so klappt. Vielleicht können wir noch ein bisschen Munition sparen. Zumindest für die normalen Gegner. Weil ich glaube, das Stahlrohr hat ein bisschen eine höhere Reichweite. Als dieser Holzstab da. Sexy Lady. Och, Mary. Schlüssel zum Untersuchungszimmer, okay. Magazin. Okay, Freunde, Untersuchungszimmer. Ich bin immer ein Freund, wenn ich einen Schlüssel finde. Restroom, Bath, okay. Wenn ich einen Schlüssel finde, untersuche ich immer gerne direkt, gehe ich immer direkt zu dem Raum am liebsten. Mit die der Schlüssel gedacht ist. Okay, ist kaputt. Diese Mucke.
Man denkt da immer gleich sonst was. Oh. Oh. Deswegen die Musik, Alter. Gut, Freunde. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wir gucken mal im ersten Stockwerk. Ich glaube, da muss ich rauszoomen. Genau, ist ja ein bisschen umständlich hier. Ob es hier ein Untersuchungszimmer gibt. Visiting Room, verschlossene Tür, Doctor's Lounge, nee. Day Room, Boiler Room. Meeting, Documents, bla. Examination Room, da ist er doch. Da müssen wir kurz mal hin, Freunde. Dafür haben wir einen Schlüssel gefunden. Da kommen wir sicherlich auch in die Doctor's Lounge damit. Deswegen gehen wir gleich nochmal in den ersten Stock runter und gucken mal, was wir im Untersuchungszimmer so Schönes finden. Da können wir auch gleich nochmal zur Sicherheit abspeichern. Das müsste die Tür sein. Ja. So. Okay, Mary. Auf dem Schreibtisch liegen medizinische Unterlagen. Nichts wirklich Interessantes. Übelst kleines Untersuchungszimmer. Fühlst du dich ja gar nicht wohl. Okay, Pistolenmunition. Das ist schon mal. Ach, Schrotpatronen sind das. Da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Was haben wir denn noch so? Nichts von Bedeutung. Mary folgt uns hier auf Schritt und Tritt. Krass, dass wir in dieser Doctor's Lounge nicht wirklich was Cooles finden, ne? Außer ein paar Patronen. Ich hätte jetzt mehr erwartet, muss ich sagen. Das ist ein bisschen mau. Aber gut. Dann soll es das für diesen Raum gewesen sein. Ich geh mal zur Sicherheit. Ihr wisst, ich bin so ein kleiner Sicherheitsfanatiker. Zur Sicherheit gehe ich mal speichern. Weil ich habe keine Lust. Ach, jetzt habe ich wieder die Akte geöffnet. Ich habe keine Lust, alles nochmal zu machen, falls wir sterben sollten. Deswegen wird jetzt nochmal ganz ordentlich gesaved. 2 Stunden 40 Minuten zockt man schon. Krasse Scheiße. Freunde, was zockt ihr gerade so? Ich frage ja gerne mal zwischendurch. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr gerade so spielt. Ich spiele zurzeit auch abseits von Let's Plays so derartig viele Spiele. Ich habe einen Haufen Singleplayer-Games angefangen. Und versuche die jetzt nacheinander, ich sag mal, es ist schon fast ein Abarbeiten. Man freut sich dann schon langsam, wenn man mal ein Spiel durch hat. Man will ja auch irgendwie kein Game, was einen interessiert, verpassen. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Man will immer so viele spielen und hat so. Man müsste beruflicher Videospieler sein. Dann wäre das alles ganz anders. Aber so ist es immer ein bisschen schwierig. So! Okay. Wo? Wo? Da. 2 Schwestern. Okay, pass auf. Wir nehmen die Pistole. Ihr blöden Kackschwestern, Alter. Also man kann mit 3 Schuss kann man sie erledigen.
Aber irgendwie, das kam mir vorhin echt komisch vor, warum die eine da wieder aufgestanden ist. Das kann aber nicht sein. Erste Hilfe, Koffer. Ich liebe es, Heilung zu finden. Und Munition. Liegt doch was drin, James. Irgendwas liegt doch hier drin. Na gut. Ah, noch was Geschriebenes. Da ist eine Schreibmaschine. Damit kann ich nichts anfangen. Moment mal, was ist das? Es ist noch ein Blatt Kohlepapier in die Schreibmaschine eingespannt. Ich kann die darauf hinterlassenen Eindrücke lesen. Ich kenne sie, ich kenne die Nummer der Kiste. 4137. Sie kann ihm nicht mehr helfen. Der Knopfschlüssel macht mir keine Angst. Also kann keiner etwas daran ändern. Wer ich bin, ich weiß nicht. Wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin, wer ich. 4137, das wird uns sicherlich in irgendeiner Form helfen müssen, helfen können. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wir haben ja die Notiz auf jeden Fall fein säuberlich in unseren Dokumenten gespeichert. Die ist offen. Shit. Lapis Auge. Was ist denn das für ein komischer Schlüssel, Alter? Lapis Auge. Das wird bestimmt nichts Cooles sein. Hey Mary, du siehst doch gar nicht gruselig aus im Dunkeln. Überhaupt gar nicht. Du siehst richtig erotisch aus. Ach, muss ja alles offen sein. Kleine neue Munition, das ist sehr gut. Und ein Gesundheitsdrink. Bin echt froh, dass die Pistole so reinhaut, dass wir mit 3 Schuss alles erlegen. Ich werde sowieso gleich mal gucken, was wir noch an Munition einstecken haben. Es müssten auf jeden Fall noch ein bisschen über 100 Schuss. 165, okay. Es scheint, als wären wir ein sehr sparsamer Spieler. Ich werde bei leichten Gegnern, denke ich mal, die Waffe wechseln. Dauert so einen Moment, aber wir sparen wertvolle Munition. Das wird nicht gehen. Okay. Okay. Man hat immer so ein bisschen Angst, dass in langen, dunklen Gängen irgendwelche Gegner rumstehen. Nochmal Munition. Haufenweise Schrotpatronen haben wir jetzt mittlerweile auch schon. Ah, Gesundheitsdrink. Sehr nice. Wir kommen voran, Freunde. Ich fühle mich auch mittlerweile ein bisschen sicherer, muss ich sagen. Ich habe gar nicht mehr so die Angst zu sterben, weil wir gut ausgerüstet sind. Einen schönen Vorrat an Munition und Gesundheit mit haben. Das macht einen äußerst sicheren Eindruck. Dayroom. Da kann man auch versuchen reinzugehen, aber ich glaube, da lag Zeug davor. Das heißt, meine lieben Freunde, wir können eigentlich schon... Ist hier noch eine verschlossene Tür? Nee. In den nächsten Stock gehen. Und uns da umsehen. Hier liegen die kranken Schwestern. Ah nee, der Raum ist doch noch. Schloss ist wohl kaputt. Na gut. Das heißt, das wird wieder durchgezackt sein. Genau. Also dieser Raum wird sich niemals öffnen lassen. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass die Gegner liegen geblieben sind, ne? Also ich kann mich an eine Version erinnern des Spiels, die ich damals gespielt habe. Da sind, glaube ich, die Gegner nicht liegen geblieben, sondern nach einer Weile dann verschwunden. Das ist mir irgendwie ein bisschen neu. Speichern gehen und dann in den dritten Stock? Ja. Wir sind einfach mal so frei, meine Freunde. Und speichern, bevor wir den dritten Stock untersuchen, weil ich habe irgendwie das ungute Gefühl, hier kommt noch was.
Weil wir kriegen so viel Munition und Energie. Hier muss noch irgendeine Scheiße kommen. Irgendwas. Oder irgendjemand. Der uns derbsten Arsch aufreißen will. Und es dauert jetzt nicht so lange hier, wenn man sich ein bisschen die Map merkt, zum Speicherraum zu kommen. Von daher ist das alles halb so wild. So, dritter Stock. Man weiß ja in Silent Hill, je weiter man in ein Gebäude vordringt, desto schlimmer wird das Grauen. Dann wird der dritte Stock sicherlich nichts für schwache Nerven sein. So, Map. Oh je. Oh Gott. Oh Gott. Haufen Patientenzimmer. Übelst kleine vor allen Dingen. Ein Storeroom, Elevator, wieder Dayroom, Restroom, der ganze Kram, den wir vorher schon hatten. Ihr wartet 100 pro direkten Gegner. Oh. Macht jetzt einfach alle. Ich habe nämlich auch keine Lust, mich von solchen Wix-Schwestern irgendwie stören zu lassen. Wir haben die Munition. Wir rotzen hier einfach rum. Abgeschlossen. Okay. Das heißt, diesen Raum werden wir irgendwann mal öffnen. Hab ich mir kurz gemerkt. Nee, Moment. Wir gucken mal in die Notiz rein. Wir haben doch irgendwo im zweiten Stock, haben wir doch einen Zettel gelesen. Eindrücke auf Kohlepapier. Genau. 4137, so war's. 4137, probieren wir mal aus. Das funktioniert. 4137. Nee. Moment. Moment, Moment. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es nicht mit dieser Notiz zusammenhängt. Bin ich ehrlich? Ich habe irgendwas überlesen. Ich kenne sie. Ich kenne die Nummer der Kiste. Okay, also ist das schon mal höchstwahrscheinlich ein anderer Code, den wir noch brauchen werden. Was steht denn auf diesen Schlüsseln drauf? Prüfen. Können wir nicht drehen? Ein Bulle wurde in purpurrot darauf gezeichnet. Er lag auf dem Schreibtisch im Archiv. Okay, Freunde. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn wir hier schon reingekonnt hätten. So, hier können wir schon mal nicht rein. Kurz mal auf die Map gelunzt. Ich weiß, das ist eine sehr eintönige Folge, so ein bisschen. Ach, das ist abgeschlossen, okay. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Es gibt, glaube ich, noch einen vierten Stock, ne? Das ist abgeschlossen. Hier kommt man nicht rein. Da braucht man einen Code, da braucht man einen Schlüssel. Special Treatment Room. Gut. Das heißt, Treppenhaus, vierter Stock. Da werden wir hier ein bisschen unterbrochen in unserem Durchsuchungsflow. Aber wir haben ja noch mehr vor uns. RF. Roof. Sind wir eigentlich schon ganz oben, ne? Ja, sind wir schon ganz oben. Hier werden wir 100 pro raus können. Hä? Okay, jetzt sind wir echt ein bisschen angeschissen. Aber jetzt weiß ich auch nicht mehr. Das heißt, das kann ja nur noch mit diesem Lapis-Dingenskirchen zusammenhängen. Der Schlüssel für den Lapis, keine Ahnung was.
In 1F war die Tür auch zu. Eigentlich kann es nur die Tür sein. Dass wir zurück in 1F müssen. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, muss ich ernsthaft mal nachdenken, wie es weitergeht. Hier, für die Tür. Hier war auch ein Zahlen-Dings dran, oder was? Nee. Scheiße, Freunde. Jetzt haben wir gerade ein bisschen ein kleines, aber feines Problem, dem wir uns aber in der nächsten Folge widmen, meine Freunde. Ich habe nämlich heute nicht so viel Zeit, um aufzunehmen. Deshalb muss ich die Folge hier an dieser Stelle leider schon... Habe ich jetzt überhaupt gespeichert? Ja. Muss ich die Folge an dieser Stelle leider schon beenden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wir haben die Anfänge des Krankenhauses durchsucht und müssen in der nächsten Folge mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Was wir mit den Schlüsseln machen können, was wir mit der Karte machen können, was wir mit diesem Kistencode, vielleicht haben wir irgendwas übersehen, machen können. Mal schauen, Freunde. Mal schauen, ob wir weiterkommen. Vielleicht gucke ich auch alleine erstmal ein bisschen rum und schalte euch dann dazu, wenn ich den nächsten Schritt in Silent Hill 2 rausgefunden habe. Danke erstmal fürs Einschalten. Ihr wisst Bescheid, immer fleißig weiterzocken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich zumindest. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.